System Mesopotamiens, das dort vom 3. Jahrtausend vor Christus bis in das 1. Jahrhundert nach Christus gebraucht wurde, nennen wir Keilschrift. Ihren Namen verdankt die Keilschrift den charakteristischen Eindrücken, die die Spitze eines dreieckigen Rohrgriffels im lederharten Ton der Tontafel hinterlässt. Der Vorgang des Schreibens heißt auf Akkadisch Tüpfeln, und so muss man sich auch die Bewegungen des Schreibers vorstellen, wenn er seinen Rohrgriffel auf der Oberfläche der Tontafel tanzen lässt. Das Schreiben muss ja auch relativ schnell gehen, etwa um gediktierte Briefe mitzuschreiben. Wenn man davon spricht, dass die Keilschrift eingegraben oder gar gemeißelt worden wäre, dann ist das vollkommen falsch. Die Vorstellung ist, es ist ein Tüpfeln mit einem Rohrgriffel auf der Tontafel. Die materielle Grundlage, die Tontafel, ist entscheidend für unsere Kenntnis des Alten Orients. Denn Tontafeln sind im Prinzip unvergänglich, sodass jeder Text, und sei er noch so bedeutend und noch so rasch hingeschrieben, erhalten bleiben kann. Ton war im Tiefland Mesopotamiens in unerschöpflicher Menge und in hervorragender Qualität vorhanden. Man brauchte nur in die nächste Flussbiegung zu gehen, um Ton in Schreibtafelqualität zu erreichen. Das hat zur Folge, dass die Schrift in Mesopotamien nicht unbedingt eine exklusive Kunst war, denn das Schreibmaterial, der Ton, war für jedermann zu erreichen. Anders als in anderen antiken Kulturen denkt man etwa an Pergament, an Tierhäute oder Papyrus, das aus den Stängeln der Papyruspflanze hergestellt wurde. Bei diesen beiden Schriftträgern, Pergament und Papyrus, gab es Restriktionen in der Verfügbarkeit. Nicht so beim Ton. Die materielle Grundlage der Tontafel bedeutet, dass uns praktisch aus allen Lebensbereichen Texte auf diesen Tontafeln erhalten sind. Eine Tontafel kann zerbrechen, sie kann absplittern, aber sie kann nicht verwittern und sie kann schon gar nicht verbrennen. Beim Abbrennen einer Bibliothek sind die Tontafeln danach sogar gebrannt, anders natürlich als einer Bibliothek, in der Buchrollen aufbewahrt werden. Die Zeichen der Uruk-Schrift des 4. Jahrtausends, die noch ganz bildhaft waren, mit zahlreichen Rundungen, vielen kleinen Schraffuren, diese Zeichen schliffen sich im Laufe der Jahrhunderte, der Jahrtausende des Schriftgebrauchs ab. Die ursprünglich sehr dünnen Griffe, mit denen die Zeichen geradezu in den Ton geschnitten wurden, erhielten stumpfere Spitzen. Die Zeichen wurden abstrahiert und schon nach wenigen Jahrhunderten konnte man die bildlichen Vorbilder überhaupt nicht mehr erkennen. Obwohl das Prinzip der Keilschrift schon bald nach der Schrifterfindung festgelegt war, ein gemischtes System von Wort- und Silbenzeichen, so blieb das Schriftsystem bis zum Ende der Keilschrift dennoch flexibel. Durch die Vereinfachungen entfielen eine ganze Reihe von Zeichen. Für die archaische Schriftstufe gehen wir von etwa 900 Keilschriftzeichen aus, während im 2. und 1. Jahrtausend vor Christus ein gebildeter Schreiber über einen Fundus von etwa 500 Zeichen verfügte. Des Weiteren wurden die Lesungen verändert, neue Lautwerte tauchten auf, neue Wortzeichen wurden entwickelt, andere Wortzeichen oder Lautwerte wieder gerieten in Vergessenheit. Es ist also ein flexibles System geblieben, das sich verändert und je nach Zeitstufe, Periode und je nach Textgattung gibt es unterschiedliche Regeln, nach denen die Keilschrift geschrieben wurde. Das unterscheidet das flexible System der Keilschrift doch deutlich von der Alphabetschrift, wo es keine Mühe bereitet, selbst 2000 Jahre alte lateinische oder griechische Inschriften zu lesen, weil eben die jeweiligen Buchstaben des Alphabets nur einen Lautwert wiedergeben. Das gemischte System Wort-Silbenschrift ist demgegenüber komplexer. Hätte man die Keilschrift jemals von einer Wortschrift auf eine reine Silbenschrift reduziert, dann wäre es möglich gewesen, mit einem reduzierten Inventar an Zeichen auszukommen. Wir kennen das vor allen Dingen aus der Zeit, als Schrift
Keilschrift weit verbreitet war in Mesopotamien, dem Anfang des zweiten Jahrtausends. In dieser Periode der altbabylonischen, altassyrischen Zeit konnten offensichtlich sehr viele Leute schreiben. Man erkennt das zum Beispiel an Briefen von Händlern oder von Verwaltern, die etwa an ihre Kollegen oder auch an die Frau zu Hause Briefe geschrieben haben. Die Schreiber verwenden fast nur Silbenzeichen, Lautzeichen, mit denen sie dann alle Wörter wiedergeben konnten. Ein Schreiber dieser Zeit, und das musste nicht unbedingt ein Berufsschreiber sein, konnte mit 120 bis 150 Zeichen sein Auslangen finden. Der Gebildete, der Gelehrte, der Bibliotheksschreiber, der verfügte aber auch zu dieser Zeit über ein großes Inventar. Er beherrschte bis zu 500 Zeichen. Ein Schriftsystem muss immer verbindlich sein. Es liegt im Wesen der Schrift, dass nicht nur die Person, die aktiv etwas niederschreibt, das System kennt, sondern dass auch eine andere Person diese Schrift wieder lesen kann. Von der ersten Schrift an muss es also auch die Lehre der Schrift gegeben haben. Der erste Verwalter, der das Schriftsystem erfunden hat, muss gleichzeitig also auch der erste Lehrer sein, der die Schrift weitervermittelt. Dank des Schriftmaterials Ton sind nun nicht nur die administrativen Abrechnungen erhalten geblieben, sondern auch die ersten Schulbücher. Und in der Tat ist es so, dass schon am Ende des 4. Jahrtausends unter den ersten Schriftzeugnissen neben all den Verwaltungsurkunden auch einige Schultexte auftauchen. Aus den archaischen Texten sind etwa 10% Schultexte, 90% sind Verwaltungstexte. Das Korpus aus Uruk dürfte heutzutage etwa 5000 Texte umfassen, wobei eine große und bisher unbekannte Zahl von Texten hinzukommt, die aus dem Kunsthandel der letzten Jahre aufgetaucht sind. Die Schultexte sind in der Form von Listen gehalten, die thematisch verwandte Begriffe gruppieren. Hier finden sich zunächst ausschließlich konkreter Listen von Berufen, von Holzgegenständen, von Gefäßen, von Tieren und so weiter. Der Ursprung der Schrift in der Administration, in der Objekte bezeichnet werden, prägt die erste Schrift und er prägt auch die ersten Schulbücher. Die Schriftzeichen sind auf die Objekte bezogen, die sie abbilden und nicht auf die sprachliche Wirklichkeit. So ist die thematische Ordnung dieser frühen Listen auch eine grafische Ordnung. Eine Liste von Wörtern von Gefäßen ist auch eine Liste von Abbildungen von Gefäßen. Die Schrift war damit in der Lehre immer mit Wörtern verbunden. Auch wenn wir diese Texte als Schultexte kennzeichnen, als Inventare, in denen die Schriftzeichen geordnet wurden, so dürfen wir doch damit die geistige Leistung nicht geringschätzen, dass in solchen Listen das bekannte Wissen geordnet wurde, dass etwa alle Baumbezeichnungen, alle Tiere oder die ganze Gesellschaft in den Listen hierarchisch geordnet und sinnvoll gruppiert festgehalten wurde. Die ersten Texte vom Ende des 4. Jahrtausends sind also Abrechnungen und Schultexte. Beide Gattungen von Keilschrifttexten sollten über den gesamten Zeitraum der Keilschrift vom Beginn des 3. Jahrtausends bis um die Zeitenwende in Gebrauch bleiben. Administrative Texte, Verwaltungstexte also, und Rechtsurkunden bilden bei weitem die größte Masse an Texten aus dem Vorderen Orient, die auf Tontafeln überliefert sind. Sie bilden etwa 90% der Texte, die dort bei Ausgrabungen gefunden wurden, ob in archäologischen Grabungen oder sehr häufig leider durch Raubgrabungen, durch illegale Grabungen. Diese administrativen Texte und Rechtsurkunden vermitteln allerdings ein Bild des Alltags und sie stellen die kulturhistorisch bedeutendste Quelle dar. Unter den Kulturen des Altertums ragt Mesopotamien genau aufgrund dieser Alltagsurkunden hervor, die so ein genaues Bild der Lebensweise ihrer Bewohner darstellen, wie man es in vergleichbarer Weise von keiner anderen antiken Kultur kennt. Schultexte sind ebenfalls
als mit dem Schreiben eng verbunden, vom 3. Jahrtausend bis zum Ende der Schriftkultur überliefert. Die erste Form der Schultexte als Listen prägt auch die weitere Entwicklung dieses Genres, und Listen sind die vornehmste Form der Schultexte. Gibt es unterschiedliche Formen, einfache Inventare von Zeichen, einfache Syllabare, in denen die Schreiberschüler erst einmal die Grundzeichen lernen, dann Wortlisten, in denen bestimmte Begriffe gelernt werden, bis hin zu komplexeren Listen, mathematischen Listen, Quadratwurzellisten zum Beispiel, oder grammatikalischen Listen, in denen verschiedene Verben durchkonjugiert werden. Anhand der Listen lernt man Schreiben, und man kann das Curriculum der Schreiberschüler besonders gut für die altbabylonische Zeit rekonstruieren, für das 18. Jahrhundert vor Christus. Hier spielen Listen die Form für den Einstieg. Hier lernte man das Schreiben. Zu dieser Zeit, im 18. Jahrhundert, war Sumerisch als Alltagssprache schon ausgestorben. Wir haben Sumerisch kennengelernt als die Sprache der Schrifterfinder am Ende des 4. Jahrtausends. Während des gesamten 3. Jahrtausends war Sumerisch als Sprache im Süden Mesopotamiens üblich. Aber durch die politischen Wirren, die gewaltigen Veränderungen, Wanderungen und Umwälzungen um 2000 vor Christus geriet auch das Sumerische in Bedrängnis und starb rasch als Alltagssprache aus. Die Keilschrift allerdings war so eng mit dem Sumerischen verbunden, dass man weiterhin die Schrift anhand des Sumerischen unterrichtete. Jeder Schreiberschüler, der schreiben lernte, lernte also gleichzeitig auch Sumerisch in den Schulen, die alte Kultursprache. Und in dieser Form blieb Sumerisch als tote Sprache für weitere zwei Jahrtausende in Mesopotamien erhalten, zunächst im Bereich der Schule, dann aber nur noch im Bereich des Tempels und bei den Gelehrten. Unter den frühesten Texten der Uruk-Zeit fehlen auffälligerweise Herrscherinschriften. Wir haben die Rolle des Herrschers als Herrscher der Gerechtigkeit bei der Schrifterfindung rekonstruieren können. Und wir kennen die Darstellungen des Herrschers im Bild. Er hat uns aber keine Inschriften hinterlassen. Die ersten Herrscherinschriften tauchen erst ein halbes Jahrtausend nach der Schrifterfindung auf, etwa im 27., 26. Jahrhundert vor Christus. Und sie werden dann zu einer der wichtigsten Textgattungen des keilschriftlichen Alten Orients. Herrscherinschriften sind häufig auf Stein festgehalten, damit sie ewig und dauerhaft den Namen des Herrschers überliefern und ihn damit vor dem Vergessen bewahren. Es handelt sich einerseits um Bauinschriften, in dem etwa ein Tempel einer Gottheit geweiht wird, um Palastinschriftbauten, Kanalbauten und so weiter. Herrscher berichten in ihren Inschriften von ihren Taten, die sie vollbracht haben. Herrscherinschriften werden deshalb zu den wichtigsten historischen Quellen, um die Geschichte der Sumerer, der Babylonier und der Assyrer zu rekonstruieren, von der Mitte des 3. Jahrtausends bis hinab ins 6. Jahrhundert vor Christus. Die frühesten Steininschriften, die wir haben, sind überraschenderweise eben nicht Herrscherinschriften, sondern Rechtsurkunden über Immobilien. Die Belehnung, der Verkauf oder das Vererben von Immobilien, von Grund und Boden, war demnach so essentiell, dass die entsprechenden Dokumente auf Stein festgehalten wurden. Solche Steindokumente stammen schon aus den ersten Jahrhunderten des 3. Jahrtausends, gehören damit zu den frühesten Textgruppen überhaupt. Immer sind Zeugnisse über Immobilien besonders wichtige Dokumente, die innerhalb von Familien jahrhundertelang aufbewahrt werden konnten. Das ist auch dann der Fall, wenn man Immobiliendokumente nicht mehr auf Stein, sondern auf Ton schrieb, aber diese Dokumente dann durch mehrere Siegelabrollungen beglaubigt wurden. Wie die lexikalischen Listen ist auch die keilschriftliche Literatur im weitesten Sinne in der Schule tradiert worden oder sie wurde für Bibliotheken abgeschrieben. Literatur taucht etwa gleichzeitig wie die Herrscherinschriften im 26. Jahrhundert vor Christus auf. Die keilschriftliche Literatur, die uns überliefert ist,
ist reichhaltig, vielseitig und heute bei weitem noch nicht vollständig erschlossen. Wir kennen eben Erzählungen um frühe Helden, unter denen das Gilgamesch-Epos das bekannteste Werk ist. Es gibt Mythen, Erzählungen von den Ursprüngen der Welt, von den Göttern, wie sie die Menschen sich vorstellten, dass die Welt entstanden sei. Weisheit wird in Sprichwörtern niedergelegt oder in Unterweisungen eines Gelehrten an seinen Sohn. Ein Großteil der Literatur ist am Umkreis des Herrschers lokalisiert. Hier gibt es Hymnen auf den Herrscher, die ihn preisen. Die können sich geradezu zu erzählenden Heldenepen auf den jeweiligen König auswachsen. Hier finden sich auch historische Texte, die die Taten des Herrschers berichten, sowie eher technische Sachen wie Datenlisten, Dynastienlisten oder Chroniken als Werke einer Geschichtsschreibung. Der andere große Komplex sind religiöse Texte im weitesten Sinne. Hier gibt es einerseits die religiösen Lieder, Gebete, Beschwörungen, die in den Sprachen des Vorderen Orients geschrieben wurden und die ein enorm großes und vielseitiges Korpus wiedergeben. Für den religiösen Spezialisten gab es Beschreibungen der Rituale, die ihn anwiesen, wie die jeweiligen Texte in ihrem Kontext vorzutragen waren. Wie groß ist nun überhaupt dieses in Keilschrift überlieferte Textkorpus? Eine gerade vor kurzem erst durchgeführte Schätzung hat ergeben, dass das Textkorpus der Keilschriftsprachen Mesopotamiens, also des Akkadischen mit dem babylonischen oder syrischen Dialekt und des Sumerischen zusammen, dass dieses Textkorpus größer ist als das gesamte lateinische Textkorpus der Antike. Nur das griechische Textkorpus aus der Antike ist größer als das keilschriftliche Korpus. Die Keilschrift endete um die Zeitenwende. Der letzte Keilschrifttext datiert auf das Jahr 75 nach Christus. Es ist ein astronomischer Beobachtungstext. Die Keilschrift stand nicht direkt Pate der Alphabetschrift. Andere Schriften entwickelten sich im Umkreis Mesopotamiens, im Umkreis der Keilschrift. Es gibt zwei Nachfolgerschriften der Keilschrift, die zwar die Form des Keiles verwenden, aber in ihrer inneren Struktur anders aufgebaut sind. Das ist einerseits das Ugaritische, benannt nach der Stadt Ugarit am Mittelmeer im heutigen Syrien gelegen. Die Ugaritische Schrift gibt die Ugaritische Sprache, eine semitische Sprache, wieder. Und auch wenn es eine Keilschrift ist, so ist es doch ihrem Struktur, ihrer inneren Form nach eine Buchstabenschrift. Ein Zeichen bedeutet einen Buchstaben. Ganz ähnlich funktioniert die altpersische Keilschrift, die letzte Schrifterfindung, die auf der Form des Keiles beruht, die vom Achämenidenherrscher Dareios im Jahr 522 erfunden wurde, um seine Königstaten niederzuschreiben. Auch hier handelt es sich im Wesentlichen um eine Buchstabenschrift. Die Alphabetschrift entstand im Umkreis des Vorderen Orients, der Vorläufer unseres heutigen Alphabets, aber sie ist nicht direkt aus der Keilschrift herzuleiten. Wahrscheinlich war es aber auch dort eine mehrsprachige Situation, in der der entscheidende Schritt zum Alphabet gelang. Heutzutage vermutet man, dass die Alphabetschrift in Palästina, in der Levante, im 2. Jahrtausend vor Christus entstanden ist und dort aus dem Kontakt von semitischsprachigen Völkern mit den ägyptischen Hieroglyphen entstanden ist. Man kann den semitischen Ursprung der Schrift allein an dem Wort für unsere Buchstabenschrift, nämlich Alphabet, nachvollziehen. Das erste Element Alpha, unser A, griechische Alpha, geht zurück auf das semitische Wort Aleph oder Alab, das bedeutet Stier. Und ursprünglich stand hinter diesem Zeichen auch ein stilisierter Stierkopf. Der Anfangslaut dieses Wortes Stier wurde dann für das Zeichen
Aleph verwendet. Das gleiche gilt für Beta. Das Beta geht zurück auf das semitische Wort Beit, das heißt Haus. Und das ursprüngliche Form des Zeichens ist auch ein stilisiertes Haus, wie man es ähnlich in den ägyptischen Hieroglyphen kennt. Von diesem Wort, diesem ikonischen Abbild eines Hauses, Beit, hat man also den Anfangslaut B abstrahiert. Das Prinzip aber, dass man aus einem Wortzeichen nur den Anfangsteil abstrahiert und als Lautzeichen verwendet, dieses Prinzip haben wir in der Keilschrift, in der gemischten Wort-Silbenschrift, genauso kennengelernt. Das Zeichen für brennen, Bill, wurde verwendet, um ein Lautwert Bi wiederzugeben. Nur wurde in der Keilschrift nie der Buchstabe, der einzelne Laut abstrahiert, sondern immer nur die Silbe. Mit dem Vorhandensein von Schrift ändert sich eine Kultur intern, weil ja nun Informationen gespeichert und weitergegeben werden. Wir ziehen hier die Grenze zur Hochkultur. Für den Historiker ändert sich der Blick auf eine Kultur deshalb entscheidend, weil mit der Schrift nun auf einmal Informationen vorliegen, die nichtschriftliche Kulturen nicht liefern können. Wir können Texte lesen, erkennen Namen, sehen, welche Sprache gesprochen wurde, erfahren etwas über die Gesellschaft. In diesem Sinne bedeutet auch das Vorliegen von Schrift die Grenze zwischen der Geschichte auf der einen Seite und der Vorgeschichte auf der anderen Seite.